Yo, meine wilden Krypto-Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Avon. Vielen Dank fürs Einschalten und Vorbeischauen. Ja, hier bin ich auch schon wieder mit der zweiten Folge, wo ich meine Assets für euch präsentiere. Also in was bin ich investiert, ja, und natürlich auch mit einer kleinen Vorstellung und ein kleines Warum ich und wieso ich in diesen Assets investiert bin. Ja, Freunde, hier bitte auf den Preis nicht achten, ihr wisst ja Bescheid. Ich weiß nicht, wann ich euch diese Folgen jeweils immer droppen werde auf meinem Kanal. Von daher den Preis hier im Video nicht beachten. Es könnte sein, dass es ein bisschen früher oder eben aufgenommen worden ist. Auch die Reihenfolge nicht beachten. Es ist völlig random ausgewählt. Von daher nicht zu viel hineininterpretieren. Und ich fange auch gleich schon mal an mit unserem ersten Asset. Und das ist hier der ADAX Coin oder Asset, der auf dem Cardano Netzwerk läuft oder übers Cardano Netzwerk läuft. Von daher schon mal die erste positive Info. Und hier lese ich euch mal kurz vor. ADAX ist ein automatisiertes Liquiditätsprotokoll, das den Handel innerhalb des Cardano Ökosystems vollständig dezentral und ohne Verwahrungen ermöglicht. ADAX hat kein Orderbuch. Wir eliminieren alle Zwischenhändlerkomplexität und umständlichen Verfahren und bieten den Nutzern ungehinderte Handelsfreiheit ohne Zensur oder Kontrollverlust über ihre Vermögenswerte. Benutzer können die volle Kontrolle über ihre Token behalten und müssen ihre privaten Schlüssel nicht hergeben, damit ihre Bestellungen protokolliert werden können, da sie sich an einer zentralen Börse befinden. Du hast hiermit die volle Kontrolle und die volle Flexibilität, die du eigentlich brauchst. Und das hat mir dann auch schon gereicht. Und ich war hier gefühlt der Erste, der investiert hat und konnte somit viel, viel, viel mitnehmen bei ADAX. Das war, glaube ich, im Sommer, Juni, Juli ungefähr, der Launch 2021, also diesen Jahres. Und wir waren hier bei All-Time High, waren wir über 2 Dollar. Über 2 Dollar sind wir natürlich wieder ein bisschen runtergerutscht, aber wie gesagt, ich investiere ja an sich nicht in Assets, nur weil ich jetzt hier die Preise mir anschaue und sagen kann, vielleicht schaffe ich es innerhalb einem Monat 1000x zu machen. Ja, ihr kennt mich. Okay, Freunde, es sind 100 Millionen an Gesamtversorgung, also nicht mal so viel, nicht mal so viel, also 100 Millionen ist jetzt wirklich nicht viel. Das ist dann auch nochmal ein Pluspunkt, wie ich finde. So, dann kommen wir zu unserem zweiten Asset und das ist natürlich XRP, the standard, the only one XRP. Über XRP werde ich jetzt nichts sagen, wer mich kennt, der kennt auch XRP. Wenn ihr neu hier seid oder hier gelandet seid, schaut meinen Kanal an. Da gibt es rundum alles rund um XRP und Ripple, wirklich aktuelle News. Die Dienstleistungen stelle ich von Ripple und XRP vor. Alles, 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 alles. Und wenn noch nicht alles, dann wird der Rest auch noch kommen. Von daher XRP auf jeden Fall mein persönliches Number One Asset, wo ich auch sage, das ist ein zukunftsträchtiges Projekt. So. Nummer 3 ist Filecoin. Filecoin, ja, Gesamtversorgung 130 Millionen, also auch nicht viel. Wir sehen All-Time High, ja, war auch zwischen 192, 190 Dollar. Ist jetzt inzwischen auch schon ein bisschen runter. Hat aber auch mächtig, mächtig Potenzial, meine Freunde. Läuft über Binance Smart Chain. Und was ist Filecoin? Filecoin ist ein dezentrales Speichersystem, das darauf abzielt, die wichtigsten Informationen der Menschheit zu speichern. Ihr wisst ja, oder ich habe mir dabei gedacht, Dinge zu speichern, die Speichermenge und die Daten, die werden von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat immer mehr, immer mehr. Man braucht sich nur sein eigenes Handy anzuschauen oder seine eigene Festplatte, wo man immer mehr Speicherplatz braucht, ja. Und das möchte halt Filecoin angreifen. 2017 brachte das Projekt in einem Initial Coin Offering 205 Millionen US-Dollar ein und plante zunächst einen Launch-Termin für Mitte 2019. Das Projekt wurde 2014 erstmals als Anreizebene für das Interplanetary File System, also IPFS, ein Peer-to-Peer-Speichernetzwerk beschrieben.
Bitcoin ist ein offenes Protokoll und wird von einer Blockchain unterstützt, welche die von den Teilnehmern des Netzwerks eingegangenen Verpflichtungen aufzeichnet. Transaktionen werden in File der systemeigenen Währung der Blockchain abgewickelt. Die Blockchain basiert sowohl auf Proof of Replication als auch auf Proof of Spacetime. So, genau, so viel mal kurz über Filecoin. Und wie gesagt, ich finde es grandios, auch was die hier angreifen möchten. Und wie gesagt, ich brauche nur in meinem eigenen Zuhause hier zu schauen, auf meinem eigenen Handy, auf meiner eigenen Festplatte, Laptop oder PC, egal. Es wird alles immer mehr und ja, Filecoin greift eben diese Ebene an. Jo, dann komme ich zum vierten Asset in diesem Video, in das ich investiert habe, und zwar Tron, also TRX. TRX finde ich auch ganz interessant, cooles Projekt einfach, und die haben auch schon einiges ja, gelauncht und auch gekauft an Projekten. Also da ist wirklich mächtig was dahinter. Es gibt ungefähr Gesamtversorgung 101 Milliarden an Tron, und Tron nebenbei stake ich auch. Ja, ich stake viele Projekte oder viele Coins, Tron ist eins davon. Auch gut für ein kleines Nebeneinkommen. Ich lese hier mal kurz vor. Was ist Tron? Tron ist ein Betriebssystem, das auf Blockchain basiert und darauf abzielt, sicherzustellen, dass die Technologie für den täglichen Gebrauch geeignet ist. Während Bitcoin bis zu 6 Transaktionen pro Sekunde und Ethereum bis zu 25 Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann, behauptet Tron, dass sein Netzwerk eine Kapazität für 2000 TPS hat, und zwar rund um die Uhr. Ja, wir wissen, dass es da draußen schon mächtig viele Assets gibt, die noch mehr Transaktionen per Sekunde machen. Das Projekt wird am besten als dezentrale Plattform beschrieben, die sich auf das Teilen von Inhalten und Unterhaltung konzentriert. Zu diesem Zweck war eine der größten Übernahme der File-Sharing-Dienst BitTorrent im Jahr 2018. Ja, BitTorrent haben die eben übernommen. Im Großen und Ganzen hat Tron seine Ziele in 6 Phasen unterteilt. Dazu gehören die Bereitstellung des einfachen Verteilen File-Sharings, die Förderung der Erstellung von Inhalten durch finanzielle Belohnungen, die Möglichkeit für Ersteller von Inhalten, eigene persönliche Tokens einzuführen, und die Dezentralisierung der Spieleindustrie. Ja, also Tron greift hier auch knallhart die Spielindustrie an. Tron ist auch eine der beliebtesten Blockchains für die Erstellung von D-Apps. Ja, also hinter Tron ist viel los und wird viel gemacht, und ich sympathisiere sehr auch mit dem TRX Asset, und somit habe ich hier auch einiges reingeknallt. So Freunde, jetzt kommen wir zum letzten Asset dieser Folge, und zwar Stellar. Ja, wer XRP und die Geschichte von Ripple ein bisschen mitverfolgt hat, dem wird Stellar, also Lumens, Stellar Lumens XLM, nicht entgangen sein. Ja, Gesamtversorgung 50 Milliarden, ja. Sein All-Time-High war bei ungefähr 90 Cent, damals 2018. Und ich lese trotzdem was vor. Was ist Stellar XLM? Einfach ausgedrückt, Stellar ist ein offenes Netzwerk, das es ermöglicht, Geld zu übertragen und auch zu bewahren. Als es im Juli 2014 veröffentlicht wurde, bestand eines seiner Ziele darin, die finanzielle Inklusion zu fördern, indem es den Anteil der Weltbevölkerung erreichen wollte, der kein Bankkonto hat. Die Prioritäten verlagerten sich jedoch schon bald darauf, Finanzunternehmen durch Blockchain-Technologie zu helfen, sich miteinander zu verbinden. Netzwerkeigene Token Lumens dient als Brücke, die den grenzüberschreitenden Handel mit Vermögenswerten kostengünstiger macht. All dies zielt darauf ab, bestehende Zahlungsanbieter, die häufig hohe Gebühren für eine ähnliche Dienst erheben, anzufechten. Ja, also hier sind Parallelen zu Ripple XRP natürlich sowas von zu sehen. Und das hat natürlich nur einen einzigen Grund. McCaleb, der Mitbegründer von Ripple XRP, ist natürlich der Kopf dieser ganzen Sache hier. Von daher ist es natürlich kein Wunder. Der netzwerkeigene Token Lumens dient als Brücke, die den grenzüberschreitenden Handel mit Vermögenswerten kostengünstiger macht. All dies zielt darauf ab, bestehende Zahlungsanbieter, die häufig hohe Gebühren für einen ähnlichen Dienst erheben, anzufechten.
Als dir das alles bekannt vorkommt, hier kurz die Details. Stellar basiert ursprünglich auf Ripple Labs Protokoll. Die Blockchain wurde als Ergebnis einer Hard Fork, also Abspaltung, geschaffen und der Code anschließend neu geschrieben. Von daher kann man oder sollte man, wenn man XRP hält und das Ganze weiß, Stellar schon fast mitnehmen. Die gleiche Branche, sage ich jetzt mal, ja. Deswegen auch in den ISO 222 Coins mit drinnen. So Freunde, das war's hier schon wieder mit der Folge 2 meiner Vorstellung von meinen Assets. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in Folge 3. Seid gespannt. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Euer Avon. Ciao, ciao.